Wenn man jetzt da durch die Tür gegangen wäre, wären wir jetzt nach links abgebogen. Das wollen wir aber nicht, ne? Wir gehen jetzt hier weiter. Kennt ihr das Ding da noch? Syrup Castle? Da geht's jetzt nochmal rein. Ja, ja, die hat ihre Sachen mit zu sich nach Hause genommen. Und sie hat mitbekommen, dass wir auf dem Weg sind und die Jungs sollen uns jetzt aufhalten. Ach, kriegen sie aber garantiert nicht hin. Final Chapter, Syrup Castle. Gelange ins Schloss. Hui. Och, müssen wir die schon wieder wecken. Die Ärmste. Ja, mein hier. Wahrscheinlich nur erstmal ein riesen Münzsammelsurium. Ja gut, so groß war es auch nicht. Aber ein Anfang. Mehr war das nicht. Nur eine Sackgasse? So. So, Schildi. Sorry. Aber die Leute haben dich da hierhin programmiert. Nein? Du brennst mich nicht an. Ah, nein. Also komm. Das war doch ja wohl auf ihrem Kopf. Das hätte noch gereicht. So. Wegen einem Millimeter. Scherzkeks. Ich hätte mir den zum Werfen einsammeln müssen, ja? Oh Gott, bisschen schwieriger. Nein! Oh. Ja, so kriege ich ihn nicht. Ist er leider tot. Eieiei. Nee, das hat auch nicht funktioniert, da zu warten. Hätte sein können. Oh, wenn ich so springe, dann erwische ich den leider immer mit meinem Fuß. Verdammt mich. Ich erwische den so leider mit dem Fuß. Will das aber haben, was da ist. Ich glaube zwar nicht, dass das schon die Schatzkammer dabei ist, aber... Oh. Ach, leck mich doch. Ich gehe weiter. So. Es garantiert noch nicht die Schatzkammer. Ich hatte irgendwie erwartet, dass du einfällt. Früher aufhörst. Aua. Da ist noch einer. Deswegen kann ich sie auch nicht leiden. Weil man bei denen nicht weiß, wo die aufhören. Halt die Klappe. Ah, ich konnte euch schon immer nicht leiden. Okay, da muss man aber von da unten kommen. Muss ein spezieller Zugang sein. Eule.
Oh, diesmal mit Kolibris. Na gut, die kann man triggern, dann sind sie weg. Anders als diese Zackenschädel-Dinger da. So. Au, au. Ich hab's nicht gut genug in die Lücke da reingeschafft. Das war gerade zu knapp. Die Lücke, das da ist fies. Hoch, hoch, hoch! Ich hab doch nach oben gedrückt. Der hat's nicht akzeptiert. Das hätte doch bestimmt schon gepasst. Verliere leider jedes Mal Münzen. So, jetzt. Meine Güte. Muss ich mit dem D-Pad ein bisschen rumspielen, weil es sonst nicht so funktionieren will. So. Die will ich jetzt alle haben. Als Ausgleich für die, die ich gerade verloren habe. Meieiei. Boink. Kann ich dich auf irgendjemanden werfen? Nee, schade. Du. Ah ja, da komme ich doch, glaube ich, wieder. Nee, Quatsch. Wir sind ja noch gar nicht beim Boss. Da gibt's aber so eine ähnliche Stelle. Moment. Nee, da hört der Level auf. Also dieser Abschnitt des Levels. Aber hier, so verdächtig. Doch nicht? Hm? Ah, okay. Ich dachte wegen dem Zwerg. Ist das hier auf der anderen Seite nochmal? Ja. Da. Ich dachte halt wegen dem Zwerg müsste man vielleicht gegen die Wand schmeißen, aber nein. So. Jetzt aber. Entschuldigung, dass ich dich vorhin grundlos geweckt habe einmal. Was? Da, wir waren nicht weit genug an der Seite, kann das sein? Ja. Na gut, dann ignorieren wir einen Teil der Münzen. Uah, ich hasse es, wenn sie kreiseln. Ja, lass mich schnell da rein. Warte mal, was machst du eigentlich da oben? Kann ich dir Gesellschaft leisten? Du bewachst doch da oben bestimmt irgendwas. Verdammt. So. Ja, siehst du? Aha, aha. Da haben wir doch was gefunden. So. Das war etwas blöd geworfen. Aber das funktioniert auch. So, jetzt sind wir ja schon im Schloss. Also. Lange dauert es nicht mehr, dann haben wir das durch. Und dann mache ich Feierabend. So. Ich lasse mich von euch nicht aufhalten. Da sind wir schon.
Okay, dafür muss ich wahrscheinlich brennen. Komm her. Ja, aber... Das müsste der Schatz sein. Yes. Schaffen wir es auf normal? Schauen wir mal. Oh Gott, war der schlecht. Der auf dem Kopf. Ha, ich hab dich gesehen. Hab ich dich doch tatsächlich gesehen? Ein Zauberstab? Glaube ich. Doch, könnte so ein Zauberstab sein. Boah, trauen wir uns mit 350. Ja, komm, machen wir mal. Hängt ja wieder davon ab, welche Nummer und welche Kacheln er aufdeckt. Ja. Ja, 1 oder 7. Danke. Wir haben nicht alle verloren. Gut. Was haben wir noch? 4 Level. Stürme das Schloss. Jawohl. Das werde ich jetzt tun. Und dann merke ich, dass ich doch leider ein bisschen müde werde. Oh, der Hammertyp. Wieder ein neuer Zustand, ein neuer Status. Der ist witzig. Komm, wir lassen uns mal. Ja! Doing! Der ist witzig. Sprungfeder-Vario. Doing! Dreh dich um. Pop. Der ist witzig. Damit kommen wir auch an manche hohen Orte ran. Man kommt, glaube ich, auch hier an der Stelle. Ist das die einzige Möglichkeit, da oben ranzukommen an die. Die da. Die dicke Münze da. Und nach unten ging es weiter. Will ich sie unbedingt haben? Nee, komm. Da gibt es bestimmt noch mehr davon. Die Nase juckt. Ah, so. So. Upp, da sind auch nochmal 2. Ja, aber die sind immer nur gleich 10 wert. Oh Gott, der Minimagier. Brauche ich deine. Das, was du verursachst, irgendwo wahrscheinlich. Das ist gut möglich. Nein! Ah! Jetzt ist es passiert. Ja, ich brauche sie hier. Hoppla! Weil ich sonst da nicht hochgekommen wäre und da komme ich auch nicht hoch. Haha. Das heißt, ich muss dem Wasser ausweichen. So. Die setzen sich natürlich nicht mehr zusammen. Nein. Müssen wir ihn so respawnen. So. Dankeschön. Hui. Na? Doi, doi. Geh weg. Hui. So. Aber die Mini kann er auch nicht durch die Tür. Oh Gott, oh Gott. Was haben wir denn alles hier? Toll, so ein Stachelding und dann auch noch begrenzt Boden unter den Füßen.
Das ist gemein. Oh Gott, und da ist so ein drehendes Stachelding. Au, au, au. Ich war zu langsam. Mich umzudrehen. Hoppa. Eine Menge Münzen. Eine Tür. Schatz? Schatz. Sehr gut. Können wir das von der Liste streichen? Boop. Ich befürchte nur, wenn wir jetzt nicht gerade vielleicht noch eine 100er Münze oder so, dass wir nicht genug haben werden für das Kartenstück am Ende. Tada! Hab ich dich. Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist ein Kleidungsstück. Na gut, wir haben den Schatz. Oh, das war knapp. Oh nein, da ist einer dabei, der runterfällt. Und ein Pinguin, der Zeug spucken will, aber ich möchte nicht, dass der das auf mich spuckt. Dankeschön. Was gibt's hier? Ups. Jede Menge von euch. Ein Schalter. Okay, da könnte natürlich wichtig sein. Doink. Der könnte natürlich wichtig sein. Ja. Der hat nämlich das hier bewirkt. Denk. Da ich wieder rüberkommen. Oh, Schneemann. Hallo, Mr. Frosty. Au. Ah, kalt. Ich war kalt. Ah, gut, vielleicht haben wir doch noch. Ah! Bin einen Ticken zu spät wieder gesprungen. Hier wieder ein Schalter. Aha. Aber dann komme ich nicht in die Tür da rein. Das ist aber auch doof. Aber den Schatz haben wir schon, also. Gehen wir mal rein. Abzweigungen gibt's in Finalkapiteln eigentlich nicht. Dafür ist es Finalkapitel. Mit 318 könnten wir. Wir kriegen damit 6 von 9 Feldern aufgedeckt. Mal schauen. Wieder die 1 oder die 7. Okay. Wobei es auch die 4 hätte sein können. Ha. Nach nur 3 aufgedeckten Feldern. Hat gepasst. Sehr schön. Besiege die 4 Enten. Ja, 4 speziell verteilte Enten. Ach Gott. Ich erinnere mich noch ganz dunkel dran. Man kam aber nur in einer bestimmten Reihenfolge irgendwie dran. Okay, das ist eindeutig eine 1. Noch irgendwas versteckt da? Nein. Ich möchte den nicht berühren, wollte ich gerade sagen. Weil ich da zum Zombie werde. Schön. War da unten unter dem Boden da vielleicht nicht noch was? Verwandle mich mal. Nee, fester Boden. Schade. Hätte ja sein können. Ah nein, ducken bringt nichts. Der schwebt zu tief. Ah! Der mit seinem Gekreisel. Ich hasse, wenn Dinge kreiseln.
Kreisende Nummer 1. So. Und zack. So. Sie ist besiegt. Ging ja sehr schnell. Dup, dup, dup. Oh nein. Oh. Ich hasse das. Jetzt muss ich wieder da hoch. Na komm, Licht. Entzombifizier mich. Ah nein. Ich bin in ihn reingesprungen. Du blöden Geist. Anstatt an ihm vorbei. Der ist ein bisschen blöd da. So, jetzt aber. Ja, okay, hier gab es eh nur noch Münzen. Na gut. Wir müssen eh hier wieder raus. Also. Dann sehen wir hier. Ja, das ist Ente Nummer 4. Die dürfte noch nicht möglich sein. Oh, ich erkenne diese Stelle da unten wieder. Das wird ein Spaß. Ich nehme mal diesen Trick. So. Kann ich mir raten? Ja. Eigentlich soll man über diese Mäuse hier hüpfen. Aber es klappt halt nicht so, wie man sich das denkt. Verzieh dich. Ja, ich weiß, es kostet Münzen. Okay. Der Level mit den vier Enden ist jetzt auch nicht so schlimm. Kann man nochmal machen. Aber es ist ja Ente Nummer 4, deswegen sind wir ja eigentlich eh zu früh. Sollte nicht irgendwo ein Schalter oder sowas uns helfen, das da umzuschalten? So. Ah, verdammt, um einen Millimeter daneben gestanden. Ups, ja. Weil der Vogel etwas später triggert als der andere. So. Jawohl. Bist du hier Nummer 2? Jawohl. Hier können wir durchfallen als Zombie. Da. Müssen wir, glaube ich, sogar. Aber ohne, dass uns das Licht heilt. Noch Möglichkeit? Sonst funktioniert das nämlich nicht. So. Büp. Da ist doch eine Stelle im Boden gewesen. So. Da war doch gerade so eine blockierte Stelle da im Boden. Da, da. Da ist doch was versteckt. Das sind solche Steine hier. Wahrscheinlich nur mehr Münzen. Weil das andere haben wir ja schon gefunden. Oh Gott, oh Gott. Das ist gemein. Der kommt zwar immer wieder.
Autsch. Aber ja. Wenn wir uns das komplett zerstören, haben wir ein Problem. Ich muss da durch. Dieser Eisblock. Ist es Glas oder Eis? Ich denke mal, es ist. Glas. Ich versuche mir so eine Art. Ups, Treppe oder sowas da reinzuhauen. Ich meine. Ups, da oben gibt's noch was. Ups. Da, sage ich doch. Da oben gibt's noch was. Wenn wir genug haben, können wir uns da auch über die eine Stelle. Die Stelle mit den Zacken da halt. Mit genug Münzen kommen wir darüber. Aua. Man sollte natürlich nicht bewusst noch welche verlieren. Das ist Unsinn. Na, schade. Wegen der Decke da oben kann ich dich nicht so mit rübernehmen. Ich wollte dich gegen deinen Freund hier werfen. So. Zack. Komm auf 200 Münzen. So. Noch mehr Münzen. Ente 3. Ach, verdammt. Ich wollte sie mit dem Hintern rammen. Das war doof. So, jetzt. Das wollte ich machen. Weil anders kommen wir an die eh nicht ran. Hui. So, das war Nummer 3. Jetzt müssen wir den Schalter umlegen, damit wir wieder zu Nummer 4 kommen. Ach, ich hasse diese Stelle. Ich hasse diesen Vogel. So. So kommt man auch leider da nicht wieder runter. Ist gut möglich, dass hier noch ein Schalter ist, den wir das Ganze nochmal umdrehen können. Ja, komm wieder hoch. Komm hierher. Komm hier hoch. Verdammt. Du sollst hier hochkommen, blöde Maus. Damit ich dich als Sprungbrett benutzen kann. Hopp, dankeschön. Die will ich haben. Dankeschön. Da brauchen wir wieder eine Sprungbrettmaus. Da ist die Ente. Da gibt es nur Münzen. Wir haben aber 298. Das müsste passen, um nochmal da rüber zu hüpfen. So. Ja, oh, passt doch. Versuchen wir es nochmal. Das war so eine der fiesesten Ecken. Klopfi. Ah, ich hab dich gesehen. Da. Der kleine Boxemann. Ob der mit diesem Box so was Zelda verwandt ist. So. So rum. Sonst funktioniert das nicht. Weil er ja immer mit dem Arsch voran da durchfällt. Kannst gerne herkommen, Mausi. Wir brauchen da nochmal. Ich
würde gerne nämlich wissen noch, was hier drüben an Münzen versteckt ist. Ups, danke schön. Ja, nicht mehr so viel. Naja, ein bisschen. Einfach so ein bisschen. Oh, das ist gemein. Nein, wenn ich da runterspringe. So. Wenn ich jetzt da die Treppendinger genommen hätte, wäre ich an die Wand geritzt, dann hätte er bestimmt das Ding fallen lassen. So. Dann mal schauen. Nee, Schatz, ich schreibe noch nicht, dass er zurückkommt. Ich rechne nicht vor 10 mit ihm. Wenn er tatsächlich in einer Tabletop-Runde am Zocken ist. Die können lange dauern. So, wir haben wieder für 6 Platten. 0, 4. Ja, 1 oder 7. 1 oder 7. Danke. Jeder Level, wo ich das Ding habe, dieses Kartenteil und den Schatz schon habe, muss ich nicht nochmal spielen. Sehr schön. Zack. Finde die versteckte Tür. Oh. Ist ja nicht so, dass wir schon die ganze Zeit versteckte Türen gesucht haben. Hoppala. Geh weg. Ja, und jetzt stelle ich fest, ich hätte da wahrscheinlich... Nee, okay. Ach, das war der Level. Achtung. Dusch. Da lang. Ach Gott, das war der Level. Ein Moment. Mir hat es mal kurz gekratzt. So. Finde die versteckte Tür. Hier sind eine Menge versteckte Türen. Da ist schon wieder eine. So ein Teil hier. Dieser Level war weird. Aber da gibt es einen, der ist noch viel weirder. Nein, ich möchte erst da. Okay. Dann muss es so lang gehen. Nee, doch nicht. Doch. Schatzkammer. Und wie komme ich da hoch? Ja. So viel versteckte Ecken hier. Dreh dich um. Entschuldigung. Aber irgendwas fängt mal langsam an zu kratzen. Bumm. Ist vielleicht ein Zeichen, dass ich langsam aufhören sollte? La la la. Na, dann geht's wahrscheinlich von hier ran. Ja. Zack. Ja, ja. Mein Hals fängt langsam an, sich zu beschweren. Aber, au! Diese andere Husterei ist langsam besser geworden. Muss ich sagen. Die plagt mich nicht mehr so oft. Vielleicht habe ich die langsam unter Kontrolle. Oh Gott, oh Gott. Finde die versteckte Tür. Ja, gerne. Oh, oh, schau mal an. So. So. Ah, go!
Komm hoch mit deinem fetten Hintern, Wario. Du musstest heute Morgen während der Fahrt husten. Das ist nervig. Kann man sich da nämlich nicht so gut konzentrieren. Ah, ich habe eine Tür gefunden. Aber ist das die, die wir finden sollten? Wahrscheinlich. Aber hier gibt es bestimmt noch das eine oder andere zu finden. Hier zum Beispiel. So. Da ist auch noch eine Tür. Also hier kommen wir nicht weit. Dann wohl doch die andere Seite. Im anderen Raum davor haben wir ja auch nicht alles. So, aber nicht alles aufgedeckt. Ah, ich habe wieder zu spät auf Springen gedrückt. Nein, da wollte ich nicht rein. Blöde Pinguin. Das letzte Mal hat er Minen gespuckt. Jetzt spuckt er Fische. Au. Gefährliche Fische. Und schon wieder. Ja. Okay. Wir können einmal da lang gehen. Oder da lang. Ich gucke erst bei hier lang. So. Gib her. So. Uiuiui. So rum. Na, du sollst genau den hier machen. Ja, damit nehmen wir gern. Da ist der Ausgang. Wo ist die Schatzkammer? Na, jetzt langt's. Halt noch ein bisschen durch. Na, irgendwo muss es doch noch mal eine Möglichkeit geben. Na, wahrscheinlich in einem der vorangegangenen Räume, hm? Oder wobei? Ist doch alles irgendwie miteinander verknüpft. Hier haben wir noch was. Du solltest schon da oben bleiben, du solltest nur da nach rechts. So. Also Münzen mangelt es uns jetzt nicht. Wo ist der Schatz? Vielleicht da drin. Das. Wir machen jetzt aber nur auf normal. Ah, der billige An, verdammt. Ah, gut, ich habe ihn gefunden. Ja, ich streame jetzt auch schon seit um 4, also langsam. Dass mein Hals sich beschwert, ist dann doch nicht verwunderlich. Aber das will ich halt jetzt noch zu Ende machen. So. Moment. Bin ich falsch abgebogen? Nee, Quatsch. Genau, ich muss einmal da wieder außen rum. So.
Ich nur noch ein Level, dann haben wir's. Na mal, Feierabend. Ich kann nicht erkennen, was das für ein Schatz sein soll, ehrlich gesagt. Hm. 280. Nee, komm, ich skipp den jetzt mal. Ich hole das Kartenstück einfach später nach. Ich muss ja eh woanders noch eins nachholen. Der finale Kampf. Im Schloss. Welche war das? Welche Variante vom Kampf war das? Au. Du Arsch, hör auf deine Flaschen nach mir zu werfen, Mann. Ich will doch nur die Münzen haben. Zumindest den Schatz will ich mitnehmen. Okay, ich höre da auch noch mal ein. Flaschen schmeißen. Ach nee, der hat die von da unten geschmissen. Der Blödkopf. So, es reicht mir aber die eine Seite. Da kann man nur runterkommen. Aua! Blöder Vogel. Oh Gott. Nein. Okay. Der dritte. Die gucken alle in dieselbe Richtung. Geh weg, blöder Vogel. Der hat mich nicht erwischt. Okay. Da muss ich was werfen. Dafür bräuchte ich aber was zum Werfen. Ist aber dann nur eine Abkürzung wahrscheinlich. 1, 2, 3. Ah, wahrscheinlich ein Schneemann. Nein. Ah. Oh, die sind aber auch noch so scheiße schwer, weil die so groß sind. Das ist ein Problem. Dass die hiermit bedacht haben, dass größere Gegner auch schwerer sind. So ein Schwachfug. Da ist Wasser, um uns aus irgendeinem Zustand zu befreien. Oh ja, wackeln. Einer, den brauchen wir nicht unbedingt. Oh, yay. Wir bräuchten einen Pinguin zum Schmeißen. Sehr schön. Komm her. Mein Freund. Au, au, au. Nein? Ah, genau deswegen ist das Wasser da. So. Jetzt ist er natürlich wieder weg. Ist er wieder da oben. Ich muss den irgendwie an seinem Kollegen vorbeibekommen. Oder seinen Kollegen mitnehmen. Wenn ich so mache, dann geht er halt wieder an seinen alten Platz zurück. Au, au, au. Ist er trotzdem hier unten? Nein, ich will ihn nicht da ins Wasser drängen. Verdammt. Die Stelle ist fies. Nee. Aber ich muss, glaube ich, da hoch.
So, den einen habe ich getötet. Und den anderen habe ich jetzt darüber geschubst. Ja, okay. Komm da raus, komm. Nein. Du Pinguin-Trottel. Mann. So, jetzt haben wir ihn ausgetrickst. Den blöden Kerl. So. Wie soll ich denn sonst an die Tür hier kommen? Oh, hier sind wir schon. Okay. Das wollte ich nicht. Was? Komm schon. Hä? Irgendwie stimmt der Takt nicht. Ich hab den doch noch gar nicht berührt, komm. Irgendwie funktioniert das nicht. Hä? Also komm. Und drüber springen funktioniert halt auch nicht. Hä? Was ist, wenn aber da der einer von denen der Schatz jetzt ist? Das ist das Problem. Kann ja sein. So eine Fitzelarbeit hier. Aha. Nee, doch nicht. Doch. Da, seh das? Habe ich nicht gesagt. Hab's doch geahnt, dass der hier versteckt ist. Nicht wirklich 100% daran erinnert, aber noch irgendwie so. Moment. Oh, der kleine Kuchenbäcker. Da? Yes. Sehr schön. Dann haben wir das abgehakt. Ein Grünchen. Aber nicht unseres. Mario trägt sowas nicht. So. Dann können wir jetzt ja loslegen hier. Und Schluss machen für... Ach, das ist mit den Bomben und dem Feuer. Okay, das wird fies. Weil ich muss es dann so werfen. Ich muss es so werfen, die Knöpfe. Upsa. Nee, doch nicht. Jetzt ging auch das. Ah, ich darf mich nur von der Lava nicht erwischen lassen. War das eine zweite Variante vor dir? Es gab eine, wo ich dann ins Feuer schmeißen muss, dass es so hoch steigt, dass es... Ich bin doof. Dass sie von der Feuersäule erwischt wird. Ich dachte, das war die Variante. Scheinbar nicht. Kann sie mit ihren Minions abwerfen. So. Also gut. Zack. Hier wieder rein. Einmal hier unten durch. So. Dann werfen wir sie halt mit ihren Minions ab. Ich
Bin mir sicher. Sie schmeißt später noch Bomben? Naja, man kämpft ja so dreimal gegen sie oder so. Ups, den habe ich nicht erwischt. Erwischt. Nein! Den wollte ich zum Werfen haben, verdammt. Okay, jetzt wirft sie Bomben. Au. Autsch, weil die Flamme mich betäubt hat. Ach, scheiß Lava. Da muss ich sie jetzt aber mit den Feuersäulen treffen. So. Habe ich doch noch was richtig im Kopf. Zip. Die lässt es halt immer was Neues einfallen, die gute, ne? Erwischt. Ah. Ah, vorbeigeflogen. Der brennt, leider. Getroffen. Jetzt klappt es wieder ein. Klack, klack, klack. Nein, nein, nein. Ah, ich wollte doch springen. Ich hab's doch schon kommen sehen. Aber es war schneller da, als ich erwartet hatte. Oder mein Finger zu langsam. Sobald sie die Bomben schmeißt, wird sie recht fies. Nein, der brennt. Toll. Der ist am anderen Ende rausgefallen. Nein! Ah! Der hat mich noch berührt. Ich dachte, ich hatte es geschafft. Zu viel Ding gleichzeitig ausweichen. Hat auch meine Konzentration langsam. Aber ich gebe dich auf. Ich habe dich schon mal geschafft. Ich schaff dich wieder. Bin her. Erwischt. Ah. Schnell weg da. Nein. Nein, 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 nein. Ah. Wenn man schnell aus der Ecke raus will, aber leider noch betäubt ist. Mäh. Komm her, my lady. Gib den her, genau. Boink. Noch ein. So, jetzt klappt sie wieder zu. Nein, 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 nein. Wieso habe ich die nicht erwischt? Die habe ich doch schon die hatte ich doch berührt. Da habe ich mich gerade vertan. Die hätte er fangen müssen. Eieiei. Muss ich sie für weiter oben abfangen, oder wie? Na toll. Der ist mir abgehauen. So. Zumindest lässt sie gleich einen neuen da. Oh nein. Wenn sie aus dem Bildschirm raus verschwinden, lässt sie zumindest gleich einen neuen da. Okay, das ist fies.
Ah. Ah, nicht getroffen. Ah. An der Seite berührt. Da ist betäubt gewesen. Aber ihr habt gesehen, was ich meinte, ne? Mit dem Feuer hochschießen. Leider explodiert die nach einer gewissen Zeit. Wie sie schon andeutete, die Bombe mit ihrem Flackern. Ach, verdammt. Der verbrennt. Der auch. Ups. Erwischt. So. Nein! Hey, der andere war noch nicht richtig weg. Da kamst du schon hoch. Hm. Dem Moment, als ich wegspringen wollte. So. Hm. Da ist mein Minion da. Toll, der brennt jetzt. Der explodiert wenigstens nicht in meiner Hand. So. Danke fürs übers Feuer schicken. Doink. Daneben. Oh, jetzt kommt das mit der Bombe. Ja, zu früh. Au. Also komm, was hat mich jetzt da angefackelt? Da war ja noch ein Millimeter Luft. So, das kriege ich doch noch hin. Hallo? Gib mir ein Minion. Bitte nicht ins Feuer. Schön. Wenn sie brennen, bringen sie mir nichts. Oh. Leider kann ich nicht auf sie drauf hüpfen, wenn sie brennen. Warum ist der Hintergrund in dem Schloss eigentlich rosa und hier blau? Ah, weil sie ein Mädchen ist, oder wie? Ja, toll. Der ist mir abgefackelt. Der auch. Ups. Ah, nein. Ah, ich wollte nach ihr schmeißen und dabei gleichzeitig elegant schnell aus der, über dem Feuer drüber springen, bevor es mich erwischt. Na, die nicht funktioniert. Wollte ich mal pro-mäßig aussehen hier. So. Ja, komischer Schädelkopter da. Oh! Die bringen mir nichts, wenn sie brennen. So. Der brennt. Dank. Ah, nicht getroffen. Jetzt. Nein! Ah! Immer diese Verzögerungen zwischen Animationen sind genau die, die mich erwischen. Er war noch nicht fertig mit dem Werfen, konnte noch nicht gleich weiterlaufen.
So ungefähr. Schmeiß ihn hier ab. Danke. So. Hier, hier. Doink. Da drüben, du spinnst ja wohl. Ah. Neben die Flammensäule. Das ist blöd. Ah, fast. Flieg wieder rüber. Mist. Flieg wieder rüber. Ah, daneben. Komm, das hätte sie ja wohl berühren müssen. Was? Ah, scheiße. Jetzt habe ich dich erwischt. Jetzt kokelt sie schon ordentlich. Ach, verdammt. Das war zu weit geworfen. Ah, zu früh. Erwischt. Ha! In your face. My lady, Sie sind besiegt. Schon wieder. Erst kommst mit einem riesen Roboter-Speertypi und jetzt mit deinem komischen Fliegeding und Bomben. Ich bin mir sicher, du kamst nochmal vor. Weil mir fällt nicht mehr ein, womit. Aber irgendwie war das gerade so ein bisschen so Sonic und Robotnik. Ja, 0 oder 8. Deck mir die Mitte auf, verdammt. Oh, du bist doch ein Assi. Mit dem Feld in der Mitte wäre das eindeutig gewesen. Ah. Weil du mir das Feld in der Mitte nicht aufgedeckt hast, du blödes Spiel. Egal, absparen. Fertig für heute. Schmeiß sie raus aus ihrem Schloss. Schon wieder. Kabuff, buff, buff, buff. Da fliegt sie. Team Rocket Style. Und er hat seine Sachen wieder. Und tschüss. Ach ja. Kann sie irgendwie einem schon richtig leid tun, die Syrup? Jetzt weiß ich nur nicht, ob es Unterschiede beim Abspann gab, je nachdem welches Ende man hatte. Ich glaube aber nicht. Na, ich lasse es mal laufen und dann gucken wir danach mal. Aber ich meine, es ist immer dasselbe. Na, wobei, das mit der Eule war, glaube ich, in einem anderen Abspann nicht. Wie auch immer das funktioniert, dass sie da die Geldsäcke auf ihrem Kopf trägt und den Wario. So viel Ballast kann die doch niemals heben. Die arme Eule.
Naja, schauen wir mal. Was kommt jetzt? Boden. Hoppala, da ist gut geflackert. War das Absicht? Bin mir nicht sicher. Sound und Musik. Ishikawa Kozue. War es, glaube ich, im anderen Spiel auch. Ach ja, die Schachtel und die Spielanleitung, die habe ich sogar noch. Weil das eins von den Spielen war, die ich damals mit Schachtel bekommen habe. Special Thanks. Da sind die Vögelchen. Bunt sieht das echt viel schöner aus. Weil ich das damals das erste Mal so durchgespielt habe, hatte ich halt noch keinen Zugang zu einem Color. Und mein Advance hatte ich damals auch noch nicht. Auf dem könnte man zwar noch auch bestimmt farbig spielen. Naja, da kommt doch bestimmt gleich angedackelt. Also wir sind schon bei Special Thanks. So lang war der, glaube ich, dann doch nicht der Abspann. Da kommt er. Räumt sein Zeug jetzt wieder in die Schatzkammern. Jawohl. Jetzt wird er uns noch mal, glaube ich, eine Übersicht geben, wie das letzte Mal auch. Wie viel man geschafft hat. Ja, 60% haben wir jetzt damit insgesamt. Ja, es fehlen ein paar Schätze. Picture Panel, damit ist die Karte gemeint. Ja, ist nicht hundertprozentig voll. Mensch, da fehlt noch weniger. Nochmal den Blick über die Schätze. Hm, die habe ich aber ausnahmslos bis so auf den Rest alle gekriegt. Ja, da fehlt halt. Aber die hole ich nach. Karte. Oh, und bei einem anderen Termin machen wir dann einfach mal so die anderen Welten. 1, 2, 3, 4. 4 extra Welten sind das nochmal. Ob ich die alle in einer Sitzung schaffe, weiß ich noch nicht. Aber ja, so sieht es aktuell aus. Neuer Stand. Ja, da fehlt ein Schatz, ein paar Panel. Aber ich glaube, für heute ist erstmal genug. Für heute ist genug. Meine Stimme fing ja zwischendurch schon an, sich zu beschweren. Es ist auch schon 20 nach 8. Ich gönne mir noch ein kleines Abendessen und werde dann noch ein bisschen am Laptop was machen, bis mein Schatz hier heimkommt. Ob ich das nächste Woche weiterzocke, schaue ich mal. Ich muss mit meinem Schatz wieder absprechen, was der nächste Woche alles so vorhat. Ihr könnt mir aber auch gerne bei Clockwork Empires mal zuschauen. Noch setze ich meinen Dickkopf durch bei dem Spiel, aber lange wird es, glaube ich, nicht mehr dauern. Wenn ich mich an den Forschungsstand und alles zurückerinnere, wie weit ich da schon bin. Aber für diese Woche ist erstmal Schluss hier. Da haben wir auch genug gemacht hier, den ganzen Weg darunter. 5 Kapitel. Ich sag euch dann, ja, wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Abend noch und wir sehen uns nächste Woche wieder. Einmal auf jeden Fall kriege ich bestimmt unter und den Rest müssen wir mal schauen, wie viele Termine ich nächste Woche hinbekomme. Wir sehen uns, gell? Ne?
wünsche euch noch was. Ciao, ciao.